Salut, hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bio Koch. Wir machen heute ein rustikales Gericht aus Italien, eine Peperonata. Die sieht dann so aus. Ja, was brauchen wir für die Peperonata? Paprika. Am besten alle drei Sorten, weil alle drei Sorten schmecken natürlich etwas anders und die ergänzen sich perfekt. Dazu haben wir ein paar Schalotten, wir haben frische Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Passata, Salz und Pfeffer und etwas Basilikum. Mehr nicht. Optional kann man noch ein bisschen Weißwein oder ein bisschen Essig, Balsamico-Essig, Weißweinessig, eine Prise Zitrone reintun. Das ist ganz nach Geschmack, auch nach Verwendung. Passata kann warm oder kalt gegessen werden, also im Prinzip die Mischung zwischen Antipasti und Ratatouille. Irgendwo in der Mitte, und wir starten einfach mal. Wie gesagt, ein rustikaleres Gericht aus Italien, das heißt, man kann es auch etwas grober schneiden, aber wer das nicht grob mag, der schneidet es einfach klein, ne? Das ist ja nun dann auch jedem selber überlassen. Ich kenne das tatsächlich hier so, so haben wir es auch in der Gastronomie früher gemacht. So, Olivenöl in die Pfanne. Paprika rein, aber nicht zu hoher Hitze, es sollte nicht zu viel Farbe nehmen, gerade der grüne verbrennt uns ja auch gleich. Die Schalotten oder Zwiebeln, schneiden wir jetzt auch einfach in Scheiben. Knoblauch einfach grob schneiden, ne? Kleine Würfelchen, völlig in Ordnung für dieses Gericht. Das schmort ja schon, Moment. Ja, Paprika haben wir jetzt ein paar Minuten gebraten, mit Deckel immer drauf. Dann wird es auch schneller weich, ist auch energiesparender, sowieso gerade in der heutigen Zeit. Schalotten hinzu und den grob geschnittenen Knoblauch. Nur schon salzen, Pfeffer machen wir später. Tomaten, wir haben frische Tomaten dabei und Passata. Ihr könnt natürlich entweder nur eine Sorte verwenden oder auch gewürfelte Tomaten aus der Dose, je nachdem wie Saison ist. Wir schneiden die Tomaten einfach in Würfel. Das ist natürlich schon ein wahnsinnig tolles Aroma, was hier rauskommt, ne? Paprika, Knoblauch, Schalotten, das duftet, sagenhaft. Kriegen jetzt auch die Röststoffe, die wir haben wollen, und die wird trotzdem weich, ne? Wie gar man so eine Peperonata macht, das ist echt Geschmackssache, ne? Die einen mögen es knackig, ich sag mal moderner, der knackig, aber zu manchen Gerichten passt es auch wirklich gut, wenn die richtig durchgeschmürgelt ist, ne? Das ist wirklich, ja, je nachdem wofür ihr sie verwendet und wie ihr es mögt. Das ist ja entscheidend letztendlich, ne? Das muss euch ja schmecken. Ich habe es jetzt so ungefähr 10 Minuten auf dem Herd, wie gesagt, nicht zu hohe Hitze. Schon, dass Röststoffe sich ergeben, aber bloß nicht, dass sie verbrennt. Gerade die grüne Paprika ist empfindlich. Jetzt geben wir die frisch gewürfelten Tomaten hinzu. Mit der Passata warten wir bis kurz vor. Die Schalotten sind jetzt schön weich geschmürgelt. Die Paprika so 3/4 ungefähr. Wir peppern. Reduzieren die Hitze. Schwenken. Dann die Passata rein. Deckel schön drauf, damit sie so rumspritzt und so rumsaugt in der Küche. Und nochmal so 3-4 Minuten durchschmögeln lassen. Und dann ist das Ganze fertig. So sieht es dann aus. Die ist schön durchgeschmürgelt. Wie gesagt, wer es noch weicher mag, lässt es noch 2-3 Minuten länger kochen. Eine Peperonata immer vorkochen. Man lässt sie danach mindestens so 2 Stunden nochmal stehen. Ja, Basilikumblätter kommt ganz zum Schluss. Sie entwickelt dann so nach und nach ihren Geschmack. Ne? Egal, ob ihr sie warm oder kalt verwendet, ne? Auch die könnt ihr ja noch mal kurz in die Pfanne werfen, heiß machen oder kalt servieren. Wie gesagt, super lecker, richtig sommerlich, gerade bei Hitze, ganz toll. Als Vorspeise zu gerösteten Ciabatta, zu Risottos, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. In dem Sinne wünsche ich euch bon Appetit, euer Koch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und einen Kommentar. und abonniert uns und stellt auch die Glocke an, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ich bin Michael von der Bio Koch und freue mich, wenn ihr euch demnächst wieder im Kanal zuschaltet.